Aber jetzt kommt der ganze Gag. Und zwar der Sultan dieses Landes heißt Sultan Hassanal. Oh, darf man nicht sagen? Ich weiß es gar nicht. Das werden wir schon merken irgendwie. Also ich, weißt du, was ich finde? Ich finde Radiomoderatoren einfach durch die Mikrofone, die klingen immer so ein kleines bisschen wie so Vergewaltiger. Ja, das finde ich auch. Außer morgen. Hey, guten Morgen, liebe Zuhörer. Und dann reden die so und dann sind die oh, ganz tolle Radiomoderatoren. Was ich damit sagen will, hallo und herzlich willkommen. Ein warmes, aber saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Brennpunkt Internet, eine neue Show im Radio. Wir sind bereits in der zweiten Staffel und es gab es jetzt schon 10 Folgen lang. Wow, Tino, was sagst du denn dazu? Ich sage sogar, es gab 12 Folgen, wenn man das ganz genau nimmt. Und wir sind ab sofort eure Nostra Rafu Morning Show hier im Radio zum ersten Mal. Abends. Großartig. Ja, wer sind wir denn eigentlich? Wer bist du denn eigentlich? Hallo, ich bin der Tino, der Guten Morgen Tino und ich verbreite gute Laune hier im Radio, damit ihr gut aufwacht. Das ist dir bisher sehr gut gelungen. Ja, mein Name ist Robin Nosrafu, seit fast 10 Jahren erfolgreicher Internet-Influencer. Die Speerspitze. die gerade gefallen ist. Nein, ja, stimmt, die Speerspitze ist gefallen. Nee, wir dachten uns, wenn wir hier schon bei Radio Lotte aufnehmen, da können wir auch die Zeit ein bisschen nutzen, um zu randalieren, oder? Ja, keine Frage. Also, wir sind zusammen Brennpunkt Internet, Robin Nosrafu und Tino Ranacher. Hallo. Das geht runter wie Butter. Und was machen wir denn beim Brennpunkt Internet, Tino? Im Brennpunkt Internet resümieren wir die vergangene Woche. Was ist passiert bei den Influencern? Wer ist schwanger geworden? Wer wurde erschossen? Ja. Wer wurde nicht erschossen? Es dreht sich alles um. Wer wird erschossen werden? Wer wird noch erschossen werden? Und ja, YouTube, Instagram, Twitter, alles, was ihr kennt. Genau. Also, bei uns dreht sich wirklich alles um das Internet. Aber auch, wir wissen ja, dass gerade hier beim Radio, ja, das sterbende Medium Radio, da ist vielleicht die Zielgruppe, naja, sagen wir mal, jenseits der 80 hin und wieder. Und deswegen reden wir nicht nur übers Internet, sondern allgemein, was hält das Internet in Atem? Und das sind natürlich auch absolut tagesrelevante Themen durchaus mal. So. Und das Blatt hat sich gewendet. Ja, es ist halt Artikel 13/Artikel 17. Mhm. Kann es passieren, dass das Radio länger durchhalten wird als das Internet? Das könnte sein. Aber anbei muss ich sagen, alle, die bis hierher zugehört haben, wundervoll. Alle, die später noch zuhören, noch viel besser. Aber vielleicht ist das die letzte Chance für die Leute abzuschalten, denn ich muss eine sogenannte Triggerwarnung mal vorschieben. Oh, ja, ja. Triggerwarnung, was ist denn das? Es gibt ja seit Jahren die Empörungskultur im Internet, liebe Leute. Hier habt ihr es zuerst gehört. Gerade auf Twitter, das ist eine Internetplattform, wo jeder sagen kann, was er möchte. Das ist das Positive daran. Das Negative daran ist, dass jeder sagen kann, was er möchte. Und eine Triggerwarnung bedeutet eigentlich nur, Achtung, hier könnte etwas gesagt werden, etwas gezeigt werden, was in dir etwas auslöst. Trigger heißt so viel wie auslösen. Richtig. Und wenn man zum Beispiel im Internet dann einen, ich sag mal, geschmacklosen Witz liest, über Vergewaltigung zum Beispiel, und man ist selbst Vergewaltigungsopfer, dann könnte das sein, dass das für eine Person unangenehm ist. Richtig. Und wir in dieser Sendung nehmen darauf keine Rücksicht. Also nochmal für die älteren Semester unter euch eine Triggerwarnung sozusagen. Es ist wie... Was heißt die älteren Semester? Ja, ich kenne auch genügend junge Menschen, natürlich, die sich ganz schnell getriggert fühlen von den kleinsten Kleinigkeiten und Haarspaltereien. Ja. Also liebe Menschen, der konservativen Unterhaltung. Hier bei uns seid ihr genau falsch. Ich mache da auch nur Spaß. Ich bin ja nebenberuflich einfach Hospizmitarbeiter, dem sterbenden Medium Radio einen guten Abgang bescheren, indem ich eine Show hier mit dir mache. Ja, wundervoll. Nein, mit dem sterbenden Ranacher, genau, dessen Ruf auch langsam am Aussterben ist. Ja. Ich wollte nur sagen, eine Triggerwarnung, das junge Gemüt, das weiß sofort, was eine Triggerwarnung ist, aber Richtig. Die Alten verstehen das vielleicht nicht so. Richtig. Die Älteren, die Reiferen, ja, die alterlich gesehen Vollschlanken, sagen wir mal. So. Ja, man lernt ja auch nicht aus, auch im Altenheim nicht. Und deswegen wollte ich es einfach mal blumig umschreiben, wenn ihr zum Beispiel auf der Straße umherlauft, seht einen Asiaten und kriegt infolgedessen Vietnam-Flashbacks. Die Triggerwarnung dafür wäre, Achtung, hier laufen Asiaten rum, geht hier lieber nicht lang. Und es wäre ja auch einfach nicht angemessen, auch diesen asiatischen Mitbürgern ein Schild mitzugeben, eine große Kette, wo drauf steht, Vorsicht, Triggerwarnung, schauen Sie mir nicht ins Gesicht, wären Sie im Vietnamkrieg dabei gewesen. Richtig. Finden wir unangemessen und auch morbide.
Das also nur als kleiner Disclaimer vorher schon. Genau. Wenn ihr aber darüber hinwegsehen könnt und Spaß vielleicht auch an schlechtem bis geschmacklosen Humor und an Satire und Parodie habt, dann könnt ihr gerne eure Hörgeräte lauter stellen, denn jetzt geht's los mit Brennpunkt Internet. Und ich möchte gleich einsteigen mit einem ganz, ganz großen Thema, ja. Ja. Wir haben es lange befürchtet. Wir haben gezittert, wir haben diskutiert, lange Zeit, das EU-Parlament hat endlich die Zeitumstellung abgeschafft. Ende. Stimmt, das war das, was das EU-Parlament richtig. Kontroverses beschlossen hat in der letzten Woche. Ist so, und ab 2021 wird die Zeitumstellung endlich abgeschafft werden. Deine Meinung dazu als Influencer? Ja, also ich habe da ein ganz großes Problem, wenn ich innerhalb von Deutschland hin und her jetsette. Und überall sind unterschiedliche Zeiten, das wird ganz wüst. Ich weiß nicht, was jetzt eigentlich die genaue Klärung ist, ob dann europaweit jeder das selber regelt, jedes Land das selber bestimmt, weil dann wird es richtig wild. Ja, genau, es gab ja mal diese Idee, dass man sagt, alle Länder dürfen selber entscheiden, ja. Was sie jetzt anfangen wollen damit. Dann, das gäbe ein völliges Zeitkontinuumschaos. Ein Tuhu-Wabuhu. Wir wollen ja, dass die Älteren das auch verstehen. Und das wäre auch für Zeitreisende ein Riesenproblem, so für die Pauschalreisenden. Und darum wurde, glaube ich, beschlossen, dass es für alle gilt. Aber ich habe mich nur ganz mit meinem größten halben Halbwissen beschäftigt, ja. Und habe nur die Überschrift gelesen. Müssen wir vielleicht auch noch sagen, dass wir ja hier beim Brennpunkt Internet, wir sind Könige des Halbwissens. Und vielleicht noch als kleine Vorwarnung, wir verteilen hier ganz gerne mal den viralen Hitler. Das Richtig. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Das eine Kategorie, genau, eine genau. Preisverleihung quasi. Jede Woche werden wir ein Internetphänomen, welches in der vergangenen Woche die Gemüter erhitzt hat, ernennen. Und der wird dann der virale Hitler der Woche. Ja, selbst viral könnte bei manchen Zuschauern jetzt schon auf Unverständnis stoßen. Was, oral? Ja, viral bedeutet so viel wie, es verbreitet sich wie ein Virus im Internet, überall einen viralen Hit. Und da wir auch Fans von schlechten Wortspielen sind, gibt es natürlich den viralen Hitler, weil der nervt ganz schön, der Hitler, und der virale Hitler nervt auch. Also ihr merkt schon, ihr dürft diese Sendung gerne euren Großeltern und euren Kollegen im Altenheim empfehlen. Wir klären auf für jung und alt, aber mit gefährlichem Halbwissen. Das heißt, wir geben Denkanstöße. Richtig. Sehr gut. Und ich würde diesen viralen Hitler auch heute mal vergeben und ich denke, Gerne. Da sind wir uns einig, weil wer uns jetzt schon die letzten 12 Episoden verfolgt hat, der weiß, das Thema ist einfach langsam wirklich ausgelutscht. Ja. Aber gerade in der letzten Woche war es einfach nochmal richtig brennend. Ich rede nicht von der EU-Reform, was die Zeitumstellung angeht, sondern um die Urheberrechtsreform. Das haben die wenigsten mitbekommen tatsächlich, aber wir klären auf. Ja, ich habe es zusammengefasst unter Ohnmacht durch Urheberrechtsklo-Reform. Wow. Es gibt ja wirklich seit Monaten einen großen Diskurs, den keiner mitbekommen hat, der jenseits der 50 ist. Ja. Die jungen Leute beschweren sich. Was ist denn eigentlich los, Tino? Was ist denn die letzten Monate passiert? Es ist unfassbar. Die Leute, nicht die Leute, ein Mann, ein ganz bestimmter Mann, nämlich Axel Fotz, möchte das Internet in der heutigen Form abschaffen, völlig. YouTube soll gesperrt werden, Facebook soll gesperrt werden, Memes dürfen nicht mehr, also Comics. Das war auch die Frage gestern bei meinem Treffen, was ich hatte. Was ist denn ein Meme eigentlich? Wie kann man ein Meme definieren? Auch für die ältere Generation vielleicht. Denn es betrifft also vor allem Memes. Der Begriff Meme oder im Deutschen, glaube ich, sogar Meme ausgesprochen, ist ja gar nicht Internet. Ja, Meme, genau. Gab es ja, jeder kennt eine Meme. Ja, ich auch. Ein Meme ist einfach ein Gedankengut, auf das sich alle einigen können. Und das gab es ja auch früher schon. So, also, haha, guckt mal, die haben da früher alle Sex gemacht bei der 69er-Bewegung, haha, da haben sie ja auch, also, so einfach so, 69, so kleine Running Gags, kann man sagen. So. Und mit popkulturellen Einflüssen, kann man sagen. Genau. Und diese sollen jedenfalls verboten, also nicht verboten werden, aber es soll jetzt so weit kommen, dass nicht mehr die Nutzer haften für die Sachen, die hochgeladen werden, sondern die Plattformen, auf denen sie hochgeladen werden. Das heißt, wenn du oder ich einen Song von Britney Spears hochladen auf YouTube. Warum sollte ich das YouTube, tun? Ja, warum nicht, ist die Frage. Dann sind nicht mehr wir diejenigen, die Urheberrechtsbrechung begehen, sondern die Plattformen, also YouTube. Und das ist einfach in der Praxis schwer umsetzbar, außer mit einem Upload-Filter. Aber die Logik dahinter kannst du auch einfach nicht abstreiten. Wenn ich jemanden zu mir ins Haus einlade und die Person erschießt dann meinen Mitbewohner, dann bin ich ja wohl schuldig, oder nicht? Weil ich habe ihm ja die Plattform Haus geboten. Ja, wer sonst? Genau, wer sonst? Ohne dich gäbe es diese Wohnung nicht, also auch keinen Einbruch. Richtig. Also,
nochmal ganz von vorne aufgedrosselt. Was ist denn eigentlich los? Weil vielleicht gibt es wirklich Leute, die es gar nicht mitbekommen haben. Es wurde im EU-Parlament abgeschlossen, dass eine neue Urheberrechtsreform in dann 2 Jahren in Kraft treten soll. Spätestens, die, ja. Wie du auch schon sagst, urheberrechtlich geschützte Werke schützen soll durch Upload-Filter, die aber in der technischen Umsetzung nicht so ganz wirklich realisierbar sind. Das ist die große Kritik daran. Es gibt noch mehrere Kritikpunkte. Also wirklich diese ganze Schlacht, und das muss man sagen, teilweise auch von beiden Seiten, wurde einfach mit Kampfbegriffen und Quark wirklich ganz, ganz ekelhaft geführt. Aber ich bin dann wohl ganz klar Gegner der Reform, denn so wie sie ist, und es gab da diesen einen Artikel 13, der besonders in der Kritik stand, ist das, glaube ich, nicht förderlich. Nein, genau. Und inzwischen ist es ja auch der Artikel 17, der wurde ja auch noch mehrfach versucht zu ändern. Und ja. Man versteht schon ein bisschen auch die Hintergründe, ja, warum sich bemüht wird, Urheberrecht zu schützen. Aber es kann ja eigentlich nicht sein, dass die Plattformen dafür in Verantwortung gezogen werden. Das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt dafür. Also in der größten Kritik stand die Partei CDU. Ja. Hast du ganz kurz Angst gehabt, ne, weil ich die Partei gesagt habe, hast du schon große Augen bekommen. Denn erst wurden die Leute, die sich beschwert haben, per E-Mails als Bots bezeichnet. Genau. Dann hieß es, die Leute, die demonstriert haben, sind ein wütender Möb. Und dann hieß es bei den großen Demonstrationen letztes Wochenende, unter anderem in Berlin, wo ich auch war, hieß es dann, das sind doch alles gekaufte Demonstranten, bis zu 450 Euro kriegt man dafür so eine Teilnahme. Schön wäre es gewesen, ich hätte es gemacht. Alles seitens der CDU getroffene Statements, ganz großer Spaß. Und dem entgegen stand eine Petition von 5 Millionen Unterschriften, das gab es bisher noch nie, gegen diese neue Urheberrechtsreform, die einfach, also es hat im Grunde nichts gebracht, dass 5 Millionen Leute ihren Willi darunter gesetzt haben. Wobei die andere Seite auch wiederum sagt, diese EU-Parlamentarier wurden gewählt in das Parlament und jetzt muss man sich eben darauf verlassen, was sie umsetzen im Parlament. Die andere Seite ist aber jedoch wieder, dass wenn sie einen starken Widerstand spüren aus der Bevölkerung, dass man auch diesen Druck auch vielleicht mal ernst nehmen sollte und nicht behaupten soll, das sind alles nur Bots und irgendwelche Automatismen, die da betrieben werden, weil das waren ja Menschen auf der Demonstration und so viel Geld kann keiner zahlen, außer Bill Gates vielleicht. Ja. Es ist ja auch nicht so, dass da nur Keyboard-Warriors am Start waren. Ja? Da waren ja erwachsene Menschen, da waren auch teilweise ältere Semester dabei. Und vor allem ist ja die Kritik auch nicht nur von privaten Nutzern, sondern auch von Experten, die sagen, diese Upload-Filter sind so nicht umsetzbar. Ja, genau wie dieser Christian Solmecke, der Rechtsanwalt auf YouTube ganz groß, oder auch einige Politiker von der Piratenpartei beispielsweise. Da gab es ja diese, wie heißt sie denn, Julia Reda von den Piraten, die ganz stark sich eingesetzt hat gegen diesen Artikel 13, die aber heute ausgetreten ist von den Piraten. Das hast du mir jetzt vorweggenommen. Ich habe nämlich die großartige Überschrift, lange Reda, kurzer Sinn. Julia Reda verlässt die Piratenpartei. Ja. Ja. Da gab es so einen kleinen innerparteilichen Skandal, dass ein Mann Frauen unsittlich berührt hat. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das gab es noch nie sowas. Also wirklich, das ist neu. Das ist schade, aber sie macht trotzdem weiter Politik. Und ja, also sie ist so ein bisschen Galionsfigur geworden. Finde ich ein bisschen fragwürdig. Auch auf der Demo hieß es dann hier die Jeanne d'Arc des Internets und so. Also dieser Personenkult, ja, das ist für mich ein bisschen... Man muss sich halt echt die Frage stellen, ob es denn gerechtfertigt ist, aus der Piratenpartei auszutreten, wegen diesem einen Mann, der Quatsch macht. Warum hat man nicht versucht, einen Druck aufzubauen? Also großen Quatsch natürlich. Herr Richter, was hat er getan? Er hat 3 Finger in meine Vagina gesteckt. So naja, also Herr Gilles Bordel, also so einen Quatsch gibt es bei uns nicht. Das lassen Sie lieber. Nein, ich meine, Sie müssen ja Druck auf diesen Mann aufbauen und vielleicht schaffen Sie es ja, ihn aus der Liste rauszustreichen. Ich glaube, der Mann hat ordentlich Druck auf sich, wenn ich sein Handeln so angucke. Vielleicht sollte er mal wieder Druck ablassen. Ja. Naja, also die Hauptkritik an dem ganzen Gewust darüber ist einfach, dass alte Menschen, die wenig über Technologie wissen, das aufzwingen an junge Menschen, die viel über Technologie wissen, was sie halt nicht wissen. Das ist der Fluch der Demokratie. Es sind halt vor allem alte Menschen, die im Parlament sitzen und die sich wählen lassen und aufstellen. Darum, junge Leute, geht in die Politik, trittet in Parteien ein, die sich gegen den Artikel 13 und so weiter befassen. Denn es kann immer noch passieren, dass das gar nicht so umgesetzt wird. Es kann ja bis zu 2 Jahren dauern, also... Die Länder haben jetzt 2 Jahre Zeit, das im Bundesgesetz umzusetzen. Und vielleicht gibt es ja noch irgendein Votum oder eine. Es gibt noch die Möglichkeit, am 9. April muss der EU-Rat noch abstimmen. Und theoretisch könnte das Ganze noch kippen, wenn zum Beispiel die das Frau Merkel dreht sich sagt. Weiter. Richtig, wenn die Frau Merkel jetzt sagen würde, nee, machen wir doch nicht, ist wahrscheinlich ein bisschen
unwahrscheinlich, aber theoretisch könnte es noch gebrochen werden, wenn man sagt, ein Schlüsselland sich dagegen entscheidet. Und also es gibt ja wohl kein größeres Schlüsselland als Deutschland. Angela Merkel, für sie ist das Internet zwar Neuland, aber ich hoffe, dass man das Neuland nicht einfach zum Ödland umgestaltet. Und vielleicht unser Appell an Frau Merkel, äußern Sie sich. Hat sie sich eigentlich mal geäußert zum Artikel 13, 17? Also sie war relativ ruhig, soweit ich weiß. Ich bin ja, ne, Halbwissen ist, auch hier. Was Neues, ja, von ihr. Halbwissen ist online, aber von ihr habe ich jetzt nicht so viel mitgekriegt. Aber und die ist vielleicht auch anderweitig ein bisschen beschäftigt. Da und kommt Peter Kleine, was sagen Sie denn zum Artikel 13, 17? Ja, kommen Sie doch mal vorbei und reißen mit uns ein paar schlechte Witze. Wir laden Sie gerne ein. Wir würden Sie gerne einladen, aber nein. Nein, kommen Sie doch mal vorbei. Und sagen Sie mal Ihre Meinung zum Artikel 13 und zu allem anderen, was Sie noch so ja. Der größte Kritikpunkt an dem Ganzen, um es noch einmal zusammenzufassen, ist natürlich Koalitionsvertrag. In dem steht, und ganz ich zitiere, wichtig. Also der Koalitionsvertrag für alle, die jetzt vielleicht nicht so Bescheid wissen, zwischen CDU und SPD, große Koalition, da drin steht eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Upload-Filtern, um von Nutzern hochgeladene Inhalte nach urheberrechtsverletzenden Inhalten zu Anführungsstrichen filtern, lehnen wir als unverhältnismäßig ab. So, und genau da wurde nicht nachgehandelt. Und man kann die GroKo daraufhin ja festnageln, aber wie wir alle wissen, sind Koalitionsverträge ja eher so eine Richtlinie. Ja, und genagelt. Ihr könnt das so machen. Genagelt wird gegen den Willen eh nur in der Piratenpartei. So ist es. Und genagelt wurde schon immer in der Geschichte. Und wir hoffen, dass wir es schaffen, auch die GroKo mal festzunageln auf irgendwas. Mhm. Aber eben dieser Koalitionsvertrag ist auch relevant bei einem kleinen nächsten Thema. Ja. Es ist wirklich nur ein kleines Thema, es geht um Krieg, ich meine, das ist ja auch langsam langweilig. Im Interessiert Koalitionsvertrag keinen. Stehen nämlich außerdem noch drin, wir werden ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Und gestern erst, also wir nehmen diese Show hier leider am Donnerstag auf und sie wird erst am Sonntag gesendet, aber gestern, sprich vor 4 Tagen, für euch. War auf Twitter, wie ich gesagt habe, eine große Plattform im Internet. Googelt mal. Googelt mal nach Twitter. Saudi-Arabien in den Trends, denn man will den Waffenstopp aufheben. Und da sage ich also bitte, ne, was hat denn Deutschland, wenn Deutschland keine Waffen exportieren kann, was ist Deutschland? Was haben sie da noch, ja? Dann haben wir Hitler, Autobahnen und Bratwurst. Und nichts mehr weiter, tatsächlich. Und also gerade in den schweren Zeiten, wo die EU am Bröckeln ist, können wir jeden Cent gebrauchen. Und das ist ja einfach, das ist hier 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir töten möglichst viele Menschen. Ja. Und schon braucht man nicht so viel Geld, um die vielleicht durchzufüttern, wenn die hierher kommen. Das ist doch perfekt. Das macht alles keinen Sinn mehr für mich. Ich weiß nicht. Ja, also Koalitionsverträge sind halt auch einfach, das ist wie mein Mietvertrag. Ich mache dann immer einfach so, ja, ich bezahle heute mal 100 Euro. Nächsten Monat mal ein bisschen nächsten mehr Monat vielleicht mehr. Nee, nächsten Monat habe ich auch gar keine Lust, da passt es mir gerade nicht so. Ja, ja. Wir schauen mal, ob ich dann in 3 Monaten vielleicht mich mal wieder dran halte an meinen Mietvertrag. Ja, ja, eine Richtlinie. Aber apropos Saudi-Arabien. Ich habe etwas sehr Witziges gelesen. Also das ist erstmal nicht witzig, was passiert. Und zwar, ich kann meine Schrift nicht mehr lesen, aber in einem Land wurde die Todesstrafe für Lesben und Schwule eingeführt, also ja, Steinigungen. Das habe ich auch, das war Brunei, glaube ich. Brunei, oder? Richtig. Ja, Brunei heißt das. Ah, genau. ist erstmal nicht so lustig, aber... Warum lache ich dann? Ich weiß es nicht. Kontroverse. Schnell erzwingt den Senderstopp. Aber jetzt kommt der ganze Gag. Und zwar der Sultan dieses Landes heißt Sultan Hassanal. Was? Echt? Ja, das habe ich nicht gelesen. Es war für mich eine kleine Nachricht, weißt du, weil, komm, also das hört man ja überall aus so vielen Ländern, das wird ja langsam langweilig. Ja, ja? Eben. Homophobie ist längst salonfähig. Ich kann auch keinen Schwulen, keine Ahnung. Ja. Nee, also das ist außer ja mein Ex-Freund, aber der war, weiß ich nicht, der war mir eh suspekt. Ja. Ob der noch lebt? Ja, wahrscheinlich nicht. Mm-mm. Die Schwulen, die haben ja alle AIDS. Wenn er jetzt in Brunei ist, dann lebt er nicht mehr aber lange. Aber Hassanal. Ja, also wie Sultan wird denn das geschrieben? Wird das geschrieben, wie man so Hass Deutsch... Hass und Anal tatsächlich. Das ist ja super Hass, witzig. Anal, Balkia oder sowas. Es gibt ja auch so das Phänomen, dass die Leute, die am härtesten gegen Homosexualität sind, so eigentlich noch im Schrank sitzen. Ja, kann nicht sein. Und heimlich... Kann nicht sein. Der Sultan hat irgendwie 12 Frauen und 24 Kinder oder so. Oder umgekehrt, keine Ahnung. Da kann ich homosexuell sein. Okay. Kann ich mir nicht vorstellen. Gut. Da muss er ja auch nicht. Aber er ist auf jeden Fall... Schön. Aber er darf gerne. Das, der Herr Hassanal, auch Sie sind gerne mal eingeladen. Also wenn Sie mal nach Brunei fliegen sollten, dann öffnen Sie mal die Grindr-App. Vielleicht finden Sie ja den Sultan. Hassanal.
Vielleicht wurde er entdeckt und das ist ihm jetzt peinlich und jetzt muss er schnell. Naja. Todesstrafe für mich selbst. Aber wo wir gerade von rückwärtsgewandten Ländern reden, China. Rückwärtsgewandt, ja. Hass anal. Nein, China hat auch große Schlagzeilen gemacht in der letzten Woche. Hat auch das Internet in Atem gehalten, um nicht zu sagen in Flammen gesteckt. Es gibt zwei große Zensurkisten aus China. Ist auch was ganz Neues, oder? Hatten wir noch nicht gehört. Nein, China, Zensur. Und das eine, das knüpft direkt von hinten an das letzte Thema. Denn der Film Bohemian Rhapsody wurde sehr stark zensiert für die chinesische Lass mich raten, die Songs wurden ausgeschnitten, weil sie zu schwul klingen. Fast. Alles, was irgendwie eine Referenz auf Homosexualität hat oder auf AIDS, wurde komplett aus dem Film genommen. Und tatsächlich haben die Leute gesagt, der Film macht dann überhaupt keinen Sinn mehr. Ich habe nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen. Vielleicht kannst du dazu was sagen, ob dann wirklich der Film auseinanderbricht. Ich habe ihn gesehen und ich muss sagen, dann machen viele Sachen einfach keinen Sinn mehr. Also ich habe einen Dialog irgendwie gesehen. Das ist wohl ein Dialog, also geschrieben natürlich nur. Deswegen kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht kannst du da nachhelfen, dass es irgendwie hieß, er spricht mit einer Frau und sagt, hey, ich denke, ich bin. Und sie sagt dann irgendwie was. So, und wenn, ja, weil er sagt, ich glaube, ich bin bisexuell. Ja. Sie sagt dann, nein, du bist homosexuell. Ja, und das stimmt dann, also das ist dann einfach nicht drin, oder? Vielleicht ist dann schlecht drüber gesprochen. Nein, du bist heterosexuell. Es macht vor allem keinen Sinn mehr, weil sie sich ja daraufhin trennen, ja, die beiden. Und trotzdem noch eine tiefgehende Freundschaft führen. Wie tief? Führen, also 20 Zentimeter? Nicht mehr ganz so tief rein, okay. Auch in eine andere Stelle eingeführt, aber sie führen auch eine Freundschaft. Und dann geht es ja am Ende auch um seinen Lover, den er da kennenlernt auf seinem Geburtstag und einen anderen, der ihn so in diese Drogenszene und diese AIDS-Szene reinbringt. Also den Film würde ich... Die AIDS-Szene. Als er HIV hat. Ja. Und es ist ja Entschuldigung, auch, dass ich da jetzt lache. Das ist sehr geschmacklos. Unprofessionell. Unprofessionell. Ups, schlägt aus. Zum Glück haben wir nie behauptet, wir wären professionell. So ist es. Nein, aber ich weiß nicht, ich würde den Film gerne mal sehen auf Chinesisch. Ja. Ich nicht. Aber nicht ich finde das nicht gut. Ich finde Zensur nicht gut. Kommen wir auch noch mehr später dazu. Ich finde auch Zensur nicht gut in der Schule, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Und aber nicht nur der Film, auch Brokeback Mountain damals. Kennst du den mit Heath Ledger? Ich kenne den, aber ich habe ihn nicht gesehen. Da geht es auch um zwei homosexuelle Hirten, die Schafe hüten und eine Liebesbeziehung zueinander aufbauen. Und auch da wurde in Italien, glaube ich, wurden sämtliche homosexuelle Szenen rausgeschnitten. Also ist der Film 10 Minuten lang? Und der Film macht gar keinen Sinn mehr. Mhm. Und keiner versteht, was zwischen den beiden ist. Weil sie führen ja viele Streitgespräche, aber auch in dem richtigen Film nie eindeutig um ihre Liebe zueinander. Und dann macht der Film gar keinen Sinn mehr. Das ist wie so ein Arthouse-Film. Du musst es alles erraten irgendwie. Schön. Keine Ahnung. Vielleicht hatten die einfach in Italien einen sehr hohen künstlerischen Anspruch und dachten, nee, der Film so wie er ist, das ist einfach zu platt ins Gesicht. Das ist unser Plumpe. Wir brauchen eine neue Zensur. Das ist schon wieder ganz schlecht. Also wenn wir es neulich erst im Brennpunkt hatten mit, du darfst nicht mehr dich als Indianer verkleiden, da kannst du jetzt hier nicht einen italienischen Akzent machen. Ich habe eben noch überlegt, ja, ob ich hier irgendwie den Chinesen gebe, um mich darüber lustig zu machen. Aber nein, wir haben jetzt so eine Reichweite. Ich hatte einen Schlaganfall. Bis ins Altenheim. Da können wir jetzt hier nicht so geschmacklos sein. Ich werde gezwungen, mich in aller Form bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern zu entschuldigen. Meine geschmacklose italienische Imitation war nicht angemessen und ich möchte mich bei allen entschuldigen, die sich verletzt gefühlt haben und auch bei meiner Familie möchte ich mich entschuldigen, dass sie diesen Leidensdruck erleben mussten. Hm. Vielen Dank. Familie hast du gerade gesagt. Wo es viele Familien gibt, ist in China. Wir waren nämlich noch nicht ganz fertig. Es gibt ja noch einen weiteren Fall von, naja, man kann vielleicht nicht Zensur in dem Sinne sagen, aber die chinesische Regierung hat 30.000 inkorrekte Weltkarten zerstört, die China so darstellen, als wäre es nicht im Besitz von Taiwan und Arunachal Pradesh. Diese Stelle kenne ich jetzt nicht ganz so gut. Das ist wohl auch ein Gebiet. Bei Taiwan kenne ich mich ein bisschen besser aus, aufgrund einer Freundschaft plus in der Vergangenheit. Aber diese andere, das sind wohl so zwei Gebiete, die geclaimed werden von China. Und aber nur von China. Die anderen sagen, nee, ist nicht. Hm. Und jetzt werden natürlich Weltkarten zerstört, wo das dann fälschlicherweise... Was sagen Sie, Herr Kleine? Jetzt sind Sie mal gefragt. Wie stehen Sie zu Taiwan? Ja, also ich habe da wirklich mit ihr sehr viel drüber gesprochen. Taiwan sehr schön, habe ich wirklich ganz tolle Bilder und Filme gesehen. Grüße gehen raus an die Freundschaft Plus von Robin. Ja, ist nicht mehr, aber Grüße gehen trotzdem ehemalige, raus. Ja. Und ja, also das ist echt so ein ganz hartes Ding, dass China da wirklich harten Druck macht, dass es auch problematisch ist, wenn man von China nach Taiwan reist und so. Ganz großes Ding da.
Und wenn man dann so irgendwie in Taiwan Chinese ist, dann das ist alles sehr kritisch. Das ist man doch quasi Chinese, dachte ich. Wenn man dann aus Taiwan nach China kommt, musst du ja quasi Chinese sein. Nee, das ist Quatsch. Alle, für die Chinesen. Alle, das sind alles Chinesen. Hörst du bitte auf, so Fake News zu verbreiten? Nein, tue ich nicht. Es gibt Taiwan nicht. Das ist China. Ach, China. Ach so, das gibt's gar nicht. Ja. Ja, also. Das macht schon mehr Sinn. Gehört Bielefeld auch zu China? Ich denke nicht. Das gibt's doch gar nicht, oder? Ich bin überfragt, Leute. Es ist wirklich schwierig. Also da müssen wir die chinesische Regierung mal fragen, wie wir das einordnen. Was sagen Sie, Herr Kleine? Schön. Also wenn wir jetzt hier schon so Lokalnews raushauen, dann wollte ich einfach diese Bühne mal ganz kurz nutzen, bitte, um zu sagen. Stage is yours. Wirklich. Ich will jetzt nicht falsche Informationen sagen, aber vor 20 Jahren, nee, sag mal 15, es ist wirklich gerade aus dem Gedächtnis. Vor 15 Jahren wurde für, ich glaube, 250.000 Euro damals diese Blöcke beim jetzt neu gebauten Bauhausmuseum gebaut. Mm. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. Diese türkisen Blöcke, die zum Verweilen gedacht waren, wo nie ein Mensch drauf verweilt hat. Sehr gute Investition an dieser Stelle. Danke, Herr Wolf. Ich weiß nicht, ob ihr den Platz jetzt mal gesehen habt. Diese Blöcke stehen da nicht mehr. Mhm. Aber sie haben einen sehr schönen ästhetischen Wert gehabt für 15 Jahre. Ja, immerhin, ja. Ich habe ja das damals schon immer gesagt, diesen Platz einfach umgebaut als Skateplatz. Bekommt die ganzen Skater vom Theaterplatz weg an diese Hauptstraße. Da interessiert es kein Schwein, wenn da laut ist. Aber auf mich hört ja keiner. Doch, einer vielleicht. Einer hört auf dich. Aber Herr Kleine, Sie mich? Was sagen Sie dazu? Deswegen, liebe Leute, gehen Sie wählen zur Stadtratswahl und schauen Sie, wer sich für Skateparks einsetzt. Ich kenne da jemanden. Man muss aber, warte mal, wir müssen auch dazu sagen, wir haben ja jetzt nicht nur das Altenheim am Apparat, sondern auch unsere jungen Zuhörer. Wir senden ja auch in dieses Interwebs rein. Hinein! In die Datenautobahn. Ja. Und die verstehen gar nicht, wer ist denn Herr Kleine? Herr Kleine ist der Oberbürgermeister von Weimar. Der neue Oberbürgermeister. Der neue. Das muss man dazu sagen. Parteilos, aber von der CDU, die Artikel 13-Partei. Die Internet-Mörderpartei hat ihn unterstützt und Weimarwerk, glaube ich, auch. Ei, ei, ei. Das ist aber ganz schön brisant, was ihr hier erfahrt. Eben. Noch was Brisantes, was ich habe, ein kleiner Nachtrag. Wir hatten das in den letzten Wochen öfter mal. Irgendwie ist da in Neuseeland was passiert, in Christchurch. Das war irgendwie unangenehm. Und einen kleinen Nachtrag dazu. In Neuseeland stellt man jetzt das Teilen des Videos und das Teilen des Manifests des Schützen von Christchurch unter Strafe. Ja. Großes Ding, meiner Meinung nach. Denn das ist der falsche Ansatz. Wir hatten so eine ähnliche Diskussion schon, als der Zugang. Auf dem Klo letztens, ja. Ja, als der Zugang blockiert wurde, aber jetzt ist es richtig unter Strafe gestellt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das die richtigen Signale sendet. Ja, es ist problematisch, weil ich glaube, dass verbotene Früchte schmecken besser, sagt man. Und dann hat es vielleicht noch einen viel größeren Reiz. Man muss es natürlich nicht fördern, diese Aufnahmen, und ständig zeigen. Aber wenn es sie auf einer Quelle zu sehen gibt, irgendwie, ja, und es als Abschreckung dienen kann. Ich glaube nicht, dass sich da jemand ein Beispiel unbedingt nimmt. Da gibt es genug andere Möglichkeiten, sich zu informieren, wie man eine Schießerei macht wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber diese Google, wie macht man eine Schießerei? Ganz einfach, glaube ich. Also ich finde auch nicht, dass es der richtige Ansatz ist. Ja, also es ist ja eher abschreckend. Die Sache ist wohl entstanden, weil der Journalismus einfach so hart mit den Bildern um sich geworfen hat, dass es natürlich ein bisschen inflationär war und ein bisschen so, man gibt ja dem Schützen dann auch die Bühne, die er eigentlich nicht bekommen sollte. Und da verstehe ich das schon, aber da hätte man auch einfach sagen können, nee, Medien, bitte jetzt das Video nicht mehr verwenden. Mhm. Aber die Privatperson, weil die sich das Video angucken will, ob es jetzt aus Neugier ist oder weil sie wissen will, was da los ist, oder um vielleicht auch irgendwie die Mutti mal abzuschrecken, guck mal hier, die nationalsozialistisch eingestellte Mutti, hier, guck dir das mal an, was da passiert ist. Einfach um zu zeigen, ey, ist nicht so geil. Man kann aber auch sagen, wenn man jetzt die Berichterstattung einschränkt, dann hat der Attentäter auch ein Stück weit gewonnen, weil man ja nicht die Berichterstattung an sich, aber naja, sein Manifest muss ja nicht unbedingt. Die Sache ist, wenn man das verbietet, dann erweckt das ja eher den Eindruck, man denkt so, man hat Angst, dass da eine Wahrheit drin steckt, die nicht verbreitet werden soll. Und dann gibt man ihr erst recht Macht. Ja, man kann es verstehen. Ich habe auch keine endgültige Meinung dazu, aber ich bin dagegen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, danke, schalten wir mal kurz was Positives dazwischen, oder? Ja, gerne. Also, man kennt das ja. Was ist denn das Unangenehmste an häuslicher Gewalt? Frauen? Ja, auch. Aber das ganz klar Unangenehmste ist natürlich der Kater am nächsten Morgen. Ja, stimmt. So. Und da das in Zukunft eventuell nicht mehr vorkommen könnte, habe ich hier eine Uplifting News für euch. Werden jetzt etwa die häusliche Gewaltstraftaten unter ohne Alkoholeinfluss legalisiert, oder? Nein, es war einfach nur ein sehr geschmackloser Aufhänger, um die Nachricht über synthetischen Alkohol rauszuhauen, der eventuell in 5 Jahren schon auf dem Markt sein könnte. Synthetischer Alkohol. Synthetischer Alkohol, der keinen Kater verursacht und keinen Leberschaden. Ach.
Das sieht dann aus in Deutschland wahrscheinlich, wie wenn du in Amsterdam im Ballungszentrum. Ja, genau. Also auf jeden Fall erstmal kurz zurückgefahren, ja. Ja. Alcarelle, ja, oder Alcarelle oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Halbwissen, ne? Leute, ihr wisst Bescheid. Ein britischer Forscher, ein Professor Nutt, ja, hat den Nutjob. Völlig nutt sein. Ja, der hat den Nutjob gemacht, an diesem synthetischen Alkohol zu forschen. Hat, wie gesagt, diese Alcarelle oder was auch immer entdeckt. Muss man aber dazu sagen, ist ein kleines zweischneidiges Schwert, der Mann. Der hat wohl früher für die Regierung gearbeitet, als bla irgendwas Experte für und so weiter. Wurde dann aber rausgekachelt, weil er gesagt hat, Alkohol ist gefährlicher als Ecstasy und LSD. Weiß ich jetzt nicht, bin ich kein Experte. Was sagen Sie, Herr Kleine? Ich bin in jedem Fall abstinent, deswegen kann ich es nicht ganz beurteilen. Dito, ja. Ich habe da den einen oder anderen Freund, den kann ich vielleicht mal zu Rate ziehen. Hm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Alkohol in dem Maße gefährlicher ist, einfach weil es salonfähiger ist. Ne? Ja, ich glaube auch, dass die Toten durch Alkohol auch so hoch sind, weil es ja nun mal einfach legal Hai. Ist. Ja? Du kannst Hai, es ja nee, das sind nie. Die Haie sind die von diesem bösen Cannabis. Hai. Ach stimmt. Die sind nicht. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das einfach deswegen auch so ist, weil Alkohol einfach jeder trinken kann. Jederzeit. Auch minderjährige Kinder. Richtig. In der Zuckertüte Alkohol drin gehabt. Ist doch ganz normal. Und LSD ist eben schwerer zu bekommen und auch es gibt auch weniger Abhängige von LSD, vermute ich mal, als es Alkohol trinkende Menschen gibt. Hm. Und deswegen sind die Zahlen der Toten vielleicht höher. Aber ich glaube, ins Verhältnis gesetzt, so von allen, die Alkohol trinken und viel Alkohol trinken, von allen, die LSD nehmen, würde sich vielleicht die Waage halten oder sogar mehr sein bei Alkohol. Ich weiß es nicht. Man kann ja auch nicht immer sagen, was für Folgen Alkohol genau auslöst. Ob jetzt dieser Magenkrebs tatsächlich durch Alkohol kommt oder ob der jetzt durch eine andere Sache hervorgerufen worden ist. Es ist immer sehr schwierig zu sagen. Ja. Aber prinzipiell sind Drogen halt Drogen, richten Schaden an. Und wenn dieser Herr Dings, da bummst da jetzt Alkohol. Herr Nutt. Mit Doppel-T. Schöner Name. Ja. Wenn der jetzt Alkohol erfindet, der nicht schädlich ist, ist die Frage, was passiert dann? Er sonst für Schaden anrichtet vielleicht. Das ist natürlich die nächste Frage, klar. Aber er sagt, in 5 Jahren könnte es schon soweit sein. Du trinkst gar keinen Alkohol? Nein. Ist das auch nicht? Na, das ist natürlich jetzt, Herr Kleine, können Sie vielleicht kurz mal vorbeischauen? Was sagen Sie? Wir sind da wirklich gerade ein bisschen überfragt. Ja. Aber also ohne Nebenfolgen, ich weiß nicht. Ich glaube trotzdem, dass ich nicht trinken würde. Aber ich habe ja auch einfach andere Gründe, warum Da geht ja auch der Spaß so ein bisschen flöten, ja, glaube ich. Man will ja am nächsten Morgen einfach kotzen. Ja, und ohne das Risiko zu haben, dass man irgendwann Magenkrebs bekommt oder Leberkrebs bekommt, macht ja auch keinen Spaß letztendlich. No Leberzirrhose, risk, no fun. Eben. Das ist ja der Spirit der Drogen. Richtig. Letztendlich. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann wird es richtig wild. Ja, ist ja wie mit Fleisch. Wenn die jetzt dieses synthetische Fleisch da herstellen, aus Stammzellen gewonnen, will man als Veganer, Vegetarier das essen? Schwierige Frage. Also muss ich mich jetzt hier vor allen Leuten profilieren als Nicht-Fleischessender, aber ich muss sagen, nein. Auch, also ich vermisse halt den Geschmack von Fleisch nicht, so dass ich jetzt unbedingt das brauche. Ja, mir geht's auch so. Nun gut, das also dazu. Kleine Aktion in eigener Sache. Das habe ich jetzt in den letzten Tagen vermehrt mitbekommen, auch hier lokal. Ich muss jetzt wirklich mal sagen, Leute, die der Paprika sagen, die haben die Kontrolle über ihr Leben verloren. Wer sagt denn der Paprika? Der Duden sagt, das ist korrekt. Habe ich extra nachgeschlagen. Was? Das, der Duden lügt. Das Paprika ist das Einzige, was man nicht sagen darf. Aber es geht beides. Die Paprika und der Paprika geht beides. Aber also wirklich, wer sagt denn sowas? Ich kann euch sagen, wer das sagt. Im Edeka gibt es eine Werbung. Im Herkules, unten, ihr Weimarer. Da sagt die der Paprika in der Werbung. Fürchterlich. Boah. Und ich hab's tatsächlich, kennst du dieses Phänomen, wenn man was mitbekommt oder eine Person kennenlernt und plötzlich ist die überall? Ja. Und genau das ist das. Seitdem sagt jeder nur noch der Paprika, ich krieg's kotzen. Ja, also das. Ich wollte jetzt einfach unsere Reichweite nochmal für was Sinnvolles nutzen. Es macht mich auch ein bisschen betroffen, muss ich sagen. Ja. Gerade wenn es um Artikel geht, wie Nutella zum Beispiel. Für mich war es immer das Nutella. Und ich hasse Menschen, die andere Artikel benutzen. Oh, ich glaube, wir müssen diese Sendung an diesem Punkt abbrechen, denn es ist ganz klar die Nutella. Wer sagt denn das? Es ist die Creme, also muss es auch die Nutella sein. Nein, das Nutella, es ist ja ein Eigenname, das Nutella. Nein, einfach nein. Vielleicht die Nutella Creme, aber das Nutella. Das Nutella Creme. Herr Kleine, was sagen Sie? Leute, ganz einfache Lösung. Ja, Paprika. Wie macht man das hier im Radio? Schickt uns einen Leserbrief und schreibt uns mal alle, sagt man der Paprika oder die Paprika und heißt es das Nutella, die Nutella oder vielleicht sogar auch der Nutella. Kann ja auch sein.
Tino schüttelt den Kopf. Was sagt man denn zu Paprika-Nutella? Scheiße, also da implodiert die Erde. Die Nutella-Paprika. Ihr seht also, Artikel haben diese Woche wirklich das Internet in Atem gehalten, von Artikel 13 bis Artikel der, die, das. Es war alles dabei. Noch eine sehr witzige Meldung, die ich vorhin erst gelesen habe. Unser guter Freund Logan Paul, apropos Aufhänger, was wir vorhin hatten. Logan Paul. den musst du jetzt erklären. Also die alten Menschen jetzt hier. Tut mir leid, ja. Du kannst nicht so gute Witze machen, die dann an allen vorbeischießen. Tut mir leid. Logan Paul ist ein junger Mann. Ein sehr gut aussehender junger Mann. Ein heterosexueller junger Mann auch. Aus den US. Schade. Aus den US und A. Und er hat vor ein, zwei Jahren ein Video es ist vor einem produziert. Jahr vor einem Jahr. Es war sein Skandal Anfang letztes Jahr. Genau, ein Video produziert, in dem er in Japan war, im sogenannten Suicide Forest. Da also war ich tatsächlich auch mal. Selbstmordwald. Und der ist berüchtigt dafür, dass viele Menschen sich dort aufhängen. Und er hat eben dort Videos gedreht, hat da einen Toten gefilmt, wie er am Baum hängt, und das dann hochgeladen. War ein Riesenskandal, war nicht so lustig. Nicht für alle. Ja, aber dein Witz ist jetzt lustiger geworden. Man weiß ja, Witze werden immer lustiger, wenn man sie erklärt. So. Wenn ich lache, der soll abschalten, ist mir egal. So, Logan Paul möchte zur Antarktis reisen, okay, um zu beweisen, dass die Erde eine Scheibe ist. Und auf diese Doku bin ich sehr gespannt. Das ist doch ein Meme, Alter. Das ist doch ein kein Meme. Memes. Das ist doch, das kann er nicht ernst meinen. Das macht er nur um irgendwie, das ist ein PR-Stunt. Er ist für mich dann keine Memme mehr, wenn er das macht. Wenn er nach Antarktis fliegt, in die Antarktis. Er will beweisen, dass sie eine Scheibe ist, nicht, richtig, dass sie eine Scheibe ist. Er ist ein Flat-Earther. Er hat in einem Interview gesagt, I'm coming out of the closet, I'm a Flat-Earther. Das ist PR. Nein. Calling it now. Nein. Das ist PR. Herr Kleine, was sagen Sie? Nein, ich glaube, er meint das ernst. Er ist dumm genug. Er filmt tote Chinesen, Japaner meine ich. Und, slightly oder, racist. Oder junge Taiwaner. Und ich glaube auch, dass er an eine flache Erde glaubt. Für mich ist... Also ich glaube auf jeden Fall an sein flaches Gehirn. Ja. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Aber dass es so flach ist... Ja, und nein, für mich ist die Erde ja ein sechsseitiges Prisma. Aber das ist meine... War das mal auf einem Albumcover? Von... Ja. Another Brick in the Wall. Genau, Rolling Stones, genau. Weißt du, unsere Babyboomer-Zuschauer, die hätten das jetzt verstanden. Du hast eine Weile gebraucht. Ja, ich weiß. Ich bin einfach nicht so informiert. Nicht so alt. Allgemein. Nun, schönes Thema, aber das ist ja ganz an mir vorbeigegangen. Das ist ja der Wahnsinn. Habe ich gerade erst gelesen. Ich bin ja derjenige, der hier, ja, ich bin im Internet unterwegs seit 10 Jahren. Du bist ja politisch aktiv. Ich bin ja der, der diese lustigen LOL-Videos überall verbreitet. Eben. Du schickst mir immer die Videos, wo irgendwelchen Leuten in die Eier getreten wird und so. Ja. Nein, also das darfst du jetzt auch nicht falsch darstellen. Leute, ihr seid alt genug, um Rocky zu kennen. Die Rocky-Musik, ne, die spielt... in einem Video und so Ostblock-Staaten Leute tanzen um eine Person, die nackt hochgehoben wird und der Hodensack hängt nach unten und einer boxt an diesem Hodensack rum. Das ist witzig. Da ist ein doppelter Boden dahinter. Aber er hat sich nicht geregt. Ich fand das sehr, sehr krass. Er war auch nicht erregt. Nee, überhaupt nicht. Das hat mich auch es hing gehört. Einfach nur und dann haben sie davor geschlagen und ich wäre zusammengebrochen. Ja, ich hätte alles zusammengezogen, was ich habe und er ist ganz cool geblieben. Also Respekt an die Ostblock-Leute. Ja, nice. Multikulturell. Schön. Dann bin ich gespannt auf diese Doku von Logan Paul. Ich auch. Guter Mann. Ich bin wirklich, aber ich dachte, da gab es ja jetzt erst die Doku auf Netflix, wo die aus Versehen ihre eigene These widerlegt haben. Genau, das war die eine Doku, aber jetzt möchte er, eben weil es diese Kritik gab, ja, und diese Anti-Leute, die ihn einfach nicht ernst genommen haben, möchte er jetzt zur Antarktis reisen, nicht alleine, mit anderen YouTubern und Flat-Earthern. Und möchte irgendwie beweisen, dass es, keine Ahnung, so du hast auch bis jetzt nur, ach doch, du hast flach auch gesagt, ne? Flach. Für die Leute, die es nicht verstehen, eine flache Erde. Ah ja. Ja. Es gibt Menschen, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Ein paar Zuschauer von uns könnten noch in dem Alter sein, wo sie das noch geglaubt haben. Noch gelernt hatten, ja, stimmt. Da wurde das noch in der Schule gelehrt, ja. Schreiben Sie uns. Ein Leserbrief bitte, Dankeschön. Großes nächstes Thema, Brexit, ist natürlich auch in aller Munde. Ja, ich weiß, es ist langweilig mittlerweile, aber auch da ähnliche Strukturen wie bei Artikel 13. Es gab auch hier eine Petition, die im ersten Tag schon 2 Millionen Unterschriften hat. Mittlerweile ist sie bei fast 6 Millionen, stand Redaktionsschluss. Und alles wird abgelehnt, alles wird einfach immer nein, 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 es gibt keinen Deal, es gibt den Deal nicht. Und es ist Kasperle-Theater, aber es ist natürlich auch ein bisschen unterhaltend. Ich glaube, den Brexit wird es niemals geben. Das ist Fake News. Wir werden es nicht mehr erleben. Ja. Die Frage ist, was passiert zuerst? Brexit oder der Flughafen in Berlin wird fertig? Das ist aber jetzt... Was war zuerst da? Huhn oder Ei? Keine Ahnung. Es ist sehr schwer. Ich bin für den Flughafen. Okay.
dann muss ich ja wohl dagegen als sein. Als Patriot, ja. Ja, gut, dann bin ich dafür, dass da irgendein Deal zustande kommt. Ich bin natürlich nach wie vor der Meinung, dass wir eigentlich die ganz gut gebrauchen könnten und die uns auch, ja. Wenn man jetzt wirklich von Wonderwall absieht, gab es ja aus Amerika, aus Großbritannien schon das eine oder andere Gute. Mir fällt gerade nichts ein, auch aber. Nicht. Pommes, kommen die nicht aus? Graham Bell, der Erfinder der Türk-Klingel. Telefon. Der zum Beispiel. Halbwissen. Der kam aus Großbritannien. Siehst du. Was würden wir ohne den machen? Klopfen. Okay. Wir gucken mal, wie das weitergeht. Das Problem ist auch hier, dass es gerade wirklich sich zuspitzt beim Brexit-Deal. Ja, auch am Freitag, also vor 2 Tagen, wurde nochmal abgewortet. Wir wussten leider jetzt an dem Zeitpunkt nicht, was da passiert ist. Deswegen können wir nicht weiter drauf eingehen, glaube ich. Also schreiben Sie uns, wenn Sie wissen, was passiert ist. Aber apropos Flat Earth, ich habe ein Video gesehen, eine UFO-Sichtung. Oha. Die gab es ja jetzt gar nicht mehr. Seit es HD-Kameras gibt, gibt es die immer seltener. Richtig, aber jetzt gibt es eine. Und zwar klärt die alles auf. Ja? Okay. Also alle UFO-Sichtungen in der Welt wurden endlich erklärt. Und zwar, das war schon im November 2018, ist aber jetzt erst viral geworden so ein bisschen. Hm. Und zwar landen UFOs auf der Erde, um zu tanken. Ja. Und weißt du, was sie tanken? Wasser. Blitze. Oh, okay. Donner. Es gibt nämlich ein Video, wo da filmt jemand in den Himmel, als es gewittert. Und da siehst du so ein schwarzes Objekt, ganz kurz aufblitzen, nur als es blitzt. Und dann verschwindet es wieder. Ah. Aber auch relativ hochwertig, glaube ich. Aber man erkennt da nur so ein schwarzes Dreieck irgendwie. Hm. Und jetzt wissen wir alles. War dieses schwarze Dreieck mal auf einem Albumcover drauf? Rolling Stones. Ja, also interessant. Aber ich sag mal, in den Zeiten von Fake News. Ich gucke mir das gerne mal an. Aber nein, ich habe jetzt zuerst gehört, es gibt UFOs und sie tanken nur auf der Erde. Also keine Panik. Aber das ist doch, also Blitze gibt es doch bestimmt auf anderen Planeten, oder? Vielleicht auch nicht. Twitter-Shitstorms, da müssen sie zur Erde kommen, weil das gibt es nirgendwo anders. Wenn man Shitstorms tanken könnte... Dann würden die, ja. Aber müsste man nur zu Twitter gehen. Hm. Naja, ich habe noch überlegt, neben dem viralen Hitler der Woche, können wir vielleicht den Trump der Woche machen. Wir hatten ja auch mal einen viralen Stauffenberg. Richtig. Aber der virale Trump hat tatsächlich nichts mit Trump zu tun, sondern dass es einfach nur so dumm ist. Hm. Ja, ohne jetzt ein Trump Gleichnis. Zu beleidigen. Ja. Trump ist ein sehr schlauer Mann. Ja. In Ägypten gab es einen Sänger. Der wurde jetzt vom Performen ausgeschlossen, also der darf nicht mehr performen, wurde ein Bann ausgesprochen in seinem Heimatland, denn er hat gesagt, es könnte sein, dass in diesem Land die freie Rede nicht möglich ist. Die Konsequenz ist, er darf nicht mehr auftreten. Stimmt nicht. Du darfst nie wieder was singen. Und das ist so ein klassischer Trump-Move, dass ich einfach dachte, vielleicht kann man den Trump der Woche oder so vielleicht da auch küren. An die ägyptische Regierung. Ja. Fände ich ganz witzig. Warum ist es bei uns nicht möglich? Warum kann man nicht gewissen Leuten, ich will keine Namen nennen, einfach mal verbieten zu singen? Was sagen Sie dazu, Herr Kleine? Herr Kleine, Ihre Meinung, was sagen Sie? Wer darf nicht mehr in den deutschen Charts stattfinden? Ich kenne da ein paar Namen, aber... Wenn ich jetzt Helene Fischer sage, schalten direkt alle ab. Ich denke auch, ja. Aber die ist ja auch toll. Die ist super toll. Die ist großartig. Die ist wirklich... Also wirklich. Altersvorsorge ist auch großartig und mehr Rente bekommen ist das Allertollste. Also ich bin für mehr Rente für die Leute. Auf jeden Fall. Und die Jugend, ja, also die Jugend von heute, ja, die kann man ja nicht mehr ernst nehmen. Das sind ja... Das sind alles eklige, alles, böse... Alles Husos und nehmen Drogen und gucken YouTube und wählen nicht die CDU. Aber es gab ja auch einen tatsächlichen Trump der Woche. Ja. Denn es wurde der Bericht von Robert Mueller jetzt endlich abgegeben. Ja. Und zum Erschrecken aller stand da nichts drin, was den Trump belastet. Wer ist denn der Robert Mueller? Das haben wir ja schon in vergangenen Brennpunkten erklärt. Das ist der ehemalige FBI-Chef, der jetzt jahrelang investigativ unterwegs war und hat recherchiert, gibt es da irgendwelche Zusammenspielereien zwischen Trump und Russland? Ja. Ist Trump ein Hochverräter? Und kann der Report sein. Ist jetzt fertig. Und er entlastet ihn sozusagen nicht, aber er kann ihm nichts nachweisen. Mhm. So, das ist natürlich, erstmal könnte man jetzt sagen, für die Leute, die gesagt haben, ey, da muss irgendwas schief laufen, könnte man jetzt sagen, oh, das ist aber jetzt scheiße. Aber im Endeffekt ist es ja einfach nur schön, ja, dass es normal, also wie es sein sollte, dass abläuft. Dass er es nicht gemacht hat, ja. Auf der einen Seite wäre es schon nochmal ein Argument zu sagen, ja, Trump, der ist einfach von oben bis unten Hochstapler und man sollte ihn nicht wiederwählen. Aber es ist ja auch schön, dass er das halt eventuell nicht genutzt hat.
hat, diese Kontakte. Könnte sein. Vielleicht. Man könnte ja jetzt auch ja ganz konspirativ sagen, ja, da ist doch Geld geflossen oder da wurden die Familien bedroht von Robert Mueller und sonst wem, dass da irgendwie das getürkt wurde. Wir stellen nur Fragen. Darf man getürkt noch sagen? Ich glaube nicht. Okay, das ist gedeutscht worden. Das heißt jetzt gekurdet oder sowas. Okay. Und ja, aber das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Der Bericht ist auch noch nicht komplett veröffentlicht. Das ist wohl relativ normal, weil sie müssen erst schauen, ob sie was rausnehmen müssen, was irgendwie private Informationen von irgendwelchen Jurymitgliedern oder sonst was ist. Ja. Und dann wissen wir mehr. Aber erstmal gibt es keine belastenden Erscheinungen über Trump. Das ist ja belastend. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann bleiben Sie dran und hören Sie Brennpunkt im Internet auch nächste Woche. Hier hören Sie alles zuerst. Jeden Sonntag 20 Uhr. Außerdem on demand auf dem YouTube-Kanal Brennpunkt Internet. So ist es. Einfach Brennpunkt Internet bei YouTube eingeben und dann können Sie es hören. Das ist der absolute Wahnsinn. Oder runterladen auf meiner Homepage. Da ist dann ein Link drunter. tinoranacher.de/podcast oder sowas in der Art. Richtig. Sehr schön. Schauen Sie mal. Ansonsten haben wir noch neben dem normalen Brennpunkt die Möglichkeit, für 20 Euro können Sie uns mieten. Die älteren Semester unter euch denken jetzt, ach du meine Güte, 20 Euro, das ist ja nichts. Ich muss mich an meinem Schmuck festhalten. Das ist ja so günstig. Ja. Und dann reden wir über ein Thema eine Stunde lang, welches man sich aussuchen kann. Das ist doch der Wahnsinn. Wir reden über alles. Wir reden über ihre Tritten, wir reden über ihre Enkel, wir reden über alles. Trümmerfrauen zum Beispiel. Und Trümmermänner. Ja, da gab es leider nicht so viele. Und Trümmer-Transgender, sagst du jetzt. Oh, Trümmer-anderes Geschlecht. Trümmer-divers. Gut. Wir reden über alles. 20 Euro per PayPal. Ja, PayPal haben die nicht. Hier, ach so. Wie sagt man diesen Zettel, den man bei der Bank abgibt? Da musst du deine Kontodaten jetzt durchsagen. Und DE. Ja, kommen wir noch mal zum nächsten Thema. Wir haben ja jetzt hier von menschentötenden Regierungen gesprochen und können auch über plastikfressende Bakterien sprechen. Denn beides gibt es bei den Philippinen. Menschentötende Regierungen sowie Bakterien, die Plastik essen. Das könnte eine sehr positive Neuigkeit sein. Die wurden entdeckt auf den Philippinen. Das könnte zum einen natürlich sehr vorteilhaft sein, um die Plastikverschmutzung des Planeten zu bekämpfen. Auf der anderen Seite könnte es aber auch sein, wenn das nicht kontrolliert wird. Stell dir mal vor, dieses Bakterium verteilt sich einfach unkontrolliert überall auf der Erde. Ja? Und die ganzen Herzschrittmacher von unseren Zuhörern fallen auseinander. Sind die aus Plastik? Teilweise bestimmt. Dann passen Sie auf, wenn auch Ihr Herzschrittmacher aus Plastik gebaut ist, vermeiden Sie die Philippinen. Ja. Bitte. Aber man sieht da eine große Chance auf jeden Fall, dass man das irgendwie vorteilhaft einsetzen könnte, wenn Plastik ich wüsste jetzt keinen Grund, wie man Plastik sinnvoll oder aus welchem Grund man Plastik denn entfernen sollte. Ja, stimmt. Ich finde es eigentlich immer ein bisschen tragisch, wenn ich mir Essen kaufen möchte und das nur zweimal in Plastik eingehüllt ist. Ja. Ich kriege da immer so ein bisschen Bedenken, dass da vielleicht Schmutz reinkommen könnte. Ja, ist auch eklig. Vielleicht hier auch nochmal die Bühne nutzen, dass Leute, setzt euch bitte dafür ein, dass vielleicht 3 oder vielleicht 4, einfach nur um sicher zu gehen. Ja, genau. 3 Tüten Plastik um meine kleinen Gummiburger oder so drumherum sind. Ich finde auch, dass man bei der Sicherheit und bei der Hygiene einfach keine Abstriche keine Risiken, machen darf. Ja, also wirklich. Wirklich, keine Risiken eingehen. 5. Wir sagen 5 Plastikumwickelungen an ein Essensgerät dran löten. Auch gerade um Obst, ja, Bananen zum Beispiel. Die haben zwar eine natürliche Schale, aber wenn die nicht in Plastik eingehüllt sind, kaufe ich die einfach nicht, weil ich Angst habe, dass da irgendwas was drin sein könnte in der Banane. Ja, Fruchtfleisch, abartig. Zum Beispiel, ja. Was gesund ist irgendwie, das, nee. Ja, aber es gibt noch mehr Plastik. Es gibt noch eine andere Sache in der Richtung. Wir wollen ja auch am Ende immer so ein bisschen versuchen, ein bisschen was Positives mit in die Welt zu geben. Gibraltar zum Beispiel hat jetzt Ballons verboten. Und das klingt jetzt erstmal so, ja gut, Ballons. Also Luftballons oder so große Ballons zum Heiratsantrag machen? Macht ja jeder. Ja. Nee, alle Formen von Ballons, soweit ich weiß. Und das ist insofern relevant, weil Gibraltar einmal im Jahr ein großes Fest hat, wo irgendwie 300.000 Ballons in die Luft geballert werden. Hm. Und das gibt es jetzt nicht mehr. Das hat große kulturelle Bedeutung. Ja. Aber wurde es denn aufgrund dieser Tradition verboten, weil man gegen diese Tradition war? Sie wollen das maritime Leben schützen und haben jetzt diesen wichtigen Schritt gemacht und haben gesagt, naja, gut, wenn die Fische jetzt plötzlich Ballons in ihrem Magen haben, finden wir das nicht so lecker, die dann auf dem Tisch zu haben. Also weg damit. Es gab doch mal den Fall in New York oder irgendwo in den USA, Hashtag Halbwissen,
Da hat eine große amerikanische Firma 1 Million Luftballons in die Luft hat steigen lassen. Ja, das sah sehr schön aus. Das war in New York. Aber es gab auch irgendwie 5 Tote oder so. Ja. Weil Luftballons dann irgendwie in die Flüsse rein sind oder sind Boote irgendwie verstopft, keine Ahnung. Es gab Tote. Das war so ein riesiger Klumpen, der dann so rumgeflogen ist. Ich weiß gar nicht, woran sind die Leute dann gestorben? Vielleicht haben die auch die Fische gegessen, die dann Plastikballons im Magen hatten. Eben, oder vor Schreck oder so, keine Ahnung. Ja. Oder Luftballonphobiker. Das kann sein. Kann es nicht sagen. Aber es wurde auch jetzt in Spanien, diese Torero-Sachen wurden wohl auch jetzt verboten, diese Stierkämpfe. Dass jetzt, man Stiere nicht mehr töten darf, ja. Es gab wohl vereinzelt in gewissen Regionen Spaniens, gab es diese Verbote schon. Aber ich glaube, gestern gelesen zu haben, recherchieren Sie mal selber. Wir machen doch nicht Ihre Arbeit für Sie, hallo? Hallo, wir regen ja nur an, dass es jetzt verboten ist. Okay. Finde ich schade. Ich hasse Stiere. Die sollen alle wirklich... Die sind ja auch gefährlich. Die sollen, ja, eben. Bei diesen Stierjagden. Weißt du, wie viele hier Motrademos oder wie die heißen, schon weggeballert haben? Ja, eben. Das ist wirklich... Bei diesen Stierjagden, ja, da sterben auch regelmäßig Leute oder verletzen sich. Die sind arg gefährlich. Wenn du die nicht mit dem Schwert in den Hals tötest, dann war es das mit der Bevölkerung in Spanien. Vielleicht kann man da mal eine Petition machen. Tod den Stieren. 5 Millionen Unterschriften sammeln, die dann ignoriert wird. Ja, wo ist Peter? Was sagen die dazu? Oder Herr Kleine, was sagen Sie dazu? Heißt ja nicht auch so ähnlich? Peter Kleine. Hm. Zufall. Merkt ihr was? Zufall. Ihr habt es zuerst gehört. Ja gut, dann habe ich noch eine kleine positive Nachricht. Es gibt ein kleines Dörflein in Kenia, keine Ahnung wie es heißt, recherchiert selber. Ist nicht wichtig. Aber da gibt es einen netten Herrn Lehrer, der all sein oder das meiste von dem, was er bekommt an Geld, an arme kleine Schüler gespendet hat. Was fällt ihm eigentlich ein? Das ist wirklich frech. Weißt du, bei uns gehen die Leute auf die Straße. Ja. Und der verschenkt einfach so das Geld. Und die kriegen das einfach so. Wir müssen kämpfen um jeden Cent hier in Deutschland. Und nee. Nein, und es gab einen Wettbewerb. Also es ist nicht ein Wettbewerb. Es gibt eine Preisverleihung. Da nehmen, also ohne dass sie sich anmelden müssen, aber es gibt 179 Länder, die da quasi potenziell gewinnen könnten. Und ein Lehrer aus diesen Ländern gewinnt diesen Award. Und dieser Lehrer aus Kenia hat diesen Award gewonnen und damit 1 Million Dollar bekommen. Und jetzt spendet er das an irgendwelche Kinder? Ist der dumm oder was? Dafür war es nicht gemacht. Ja. Ich meine, der Preis war ja dotiert offenbar für diese Person. Ja. Und er hat jetzt sich das erarbeitet offensichtlich, diesen Preis irgendwie. Und das jetzt an irgendwelche fremden Kinder zu vergeben, wo du nicht weißt, was sind das für Kinder? Sind das vielleicht Nazis? Ja. Weißt du das? Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich. Ich weiß es auch nicht. Wenn Sie es wissen, Kenia ist bestimmt auch eins dieser Länder, wo Leute hier nach Deutschland kommen. Ja. Also sind die quasi Nazis in Spe. Ja. Und finde ich gefährlich. Finde ich wirklich. Also da auch sollte man bedenklich. Sollte man von absehen. Meine Güte, ist das eine wilde Woche. Hast du noch was wirklich Tiefgreifendes? Eine Sache hat noch ganz, ganz doll gebrannt, die ich ganz dringend löschen musste. Und zwar Paulina Ruzynski. Kennst okay. du? Eine, ja, was ist sie denn? Moderatorin, Sportlerin, ehemalige, ja. Mit sehr, sehr großen Idealen auf der Brust. Ja. Und sie erntete jeden Tag bei ihren Instagram-Postings ganz ekelhafte, sexistische Kommentare wie, darauf will ich auch mal wichsen und hier hast du mein Penis, da schicken die ja Penisbilder und ganz, ganz furchtbare sexistische Dinge schicken die. Achtung, ihr. Achtung, hier hast du meinen Penis, Doppelpunkt. So, genau, auch in dieser Höflichkeitsform, schön wär's. Und deswegen gab es jetzt einen lustigen Prank. Oh. Und zwar hat sie sich mit Klaas Häufer Umlauf zusammengetan, auch ein Moderator aus dem Fernsehen, noch sehr jung. Und sie haben sich einen Mann gesucht und haben quasi ein Dekolleté aus dem Hintern dieses Mannes gemacht. Oh. Aus der Po-Ritze. Ja. Und haben da ein Kleid drum gemacht und Fotos gemacht und die auf Instagram geladen und dann gewartet, was für Kommentare kamen. Und auch kam ein Kommentar aus Brunei, du wirst gesteinigt. So ist es, das zum einen. Und die anderen Kommentare waren dann, oh geil, auf die Öcken will ich mir mal einen kloppen und die Wichsvorlage der Woche. Jetzt ist meine Frage an dich, sind die jetzt schwul? Meine Frage an dich wäre, waren das Leute aus der Piratenpartei? War das einer aus der Piratenpartei? Aber ist auf jeden Fall eine witzige Idee, muss ich sagen. Ja. Wurde es dann direkt aufgelöst, weil das ist völlig an mir vorbeigegangen? Das wurde, glaube ich, in der Sendung von Klaas Häufer Umlauf dann aufgelöst. Aber ich glaube, die Leute bei Instagram, die haben das nicht gemerkt. Ich glaube, die Männer werden nie erfahren, dass sie auf einen Männerhintern onaniert haben.
Ich finde das außerdem bemerkenswert, Tino Ranacher, wie du von Glashäufer Umlauf permanent den kompletten Namen sagst. Peter Kleiner. Er heißt ja auch so, Peter Kleiner. Ja, das ist korrekt. Aber Annegret Kramp-Karrenbauer. Also, nenn mir mal noch einen Klaas. Da habe ich dich jetzt an den Eiern. Aber heißt er nicht eigentlich Klaus irgendwas und nicht Klaas? Weiß ich nicht, aber er ist bekannt als Klaas. Was sagen Sie? Aber finde ich auf jeden Fall witzig, finde sowieso Pranks, ja, also Streiche jetzt mal für die älteren Semester, finde ich wirklich eine gute Sache. Findest du? Ich kann es nicht ganz begründen, warum, aber ich habe da einfach so eine grundlegende Sympathie. Wenn man so einen kleinen Streich spielt, ja. Ich finde, die haben einfach vielleicht zu Unrecht einen schlechten Ruf. Weil da, die haben so viel Potenzial, ja, wirklich, wie du hier sagst, einfach Leute an der Nase herumführen, die es verdient haben. Ja. Oder vielleicht auch mal, naja, ein bisschen Sozialkritik, ja. Geht alles. Oder einfach nur gute Laune zu verbreiten und Menschen einfach mal zum Lachen zu bringen. Ja, zum Beispiel. Es ist nicht alles, was Prank ist. Ich laufe mit einer Kettensäge hinter dir her. Nein. Muss ich jetzt wirklich mal eine Lanze brechen? Ja. Ansonsten, wir haben ja hier am Ende der Sendung immer so ein kleines Wochenrezensionchen, wo wir die Ergebnisse gefiltert in unser Hirn laden und dann uns so, naja, gut, 1 bis 10, wie kann man so wie war die Woche, absprechen. Wie stark hat es gebrannt im Internet? Richtig. Und die letzten Wochen waren da sehr stark, muss man sagen. Es gab hier und da Attentate und eieiei, da flattert die Wurst, ich sag's euch. Aber diese Woche, würde ich sagen, war es vielleicht ein bisschen schwächer. Aber ich muss sagen, jetzt durch diese Abstimmung des Artikel 13, #17, war der Brand schon unkontrollierbar, muss man sagen. Das ist sehr richtig. Aber ich muss sagen, also langsam merke ich auch so eine Fatigue, dass man einfach sagt, okay, Artikel 13. Eine Erschöpfung. Ich kann es nicht mehr hören. Ja. Und deswegen, also das war das größte Thema diese Woche, zu Recht, absolut. Ja. Seit vielen Wochen das wichtigste Thema. Seit vielen Wochen auch das Hashtag nie mehr CDU auf Twitter. Richtig. Hashtag bedeutet einfach nur, ja, was bedeutet Hashtag? Ja. Man kann das verwenden, man setzt eine Raute davor, ein Rautezeichen. Das sehen Sie am Telefon, glaube ich, links unten. Richtig. Am Festnetz, ja, Handytelefon. Ich, doch, es gibt diese Rentnertelefone, die auch so ganz große, da ist das, glaube ich, auch noch mit drauf. Auch die Wählscheiben, da gibt es auch eine Raute. Richtig. Und dieses Zeichen setzt man ins Internet und schreibt etwas dahinter und dann kann man da draufdrücken, quasi anklicken und dann sieht man alle Beiträge unter diesem Hashtag. Genau, so. Unter dieser Raute. Unter anderem, wie gesagt, nie mehr CDU-Hashtag. Und ja, worauf würde ich eigentlich hinaus, Tino? CDU, nein, die Woche. Wie die Woche war. Die Woche war eigentlich, also ich fand sie sehr ereignisreich, aber ohne Spaß, verglichen mit Utrecht, verglichen mit Christchurch, da muss ich Abstriche machen. Ja, die eine Sache gab es halt nicht, ne? bis auf Artikel 13. Ja. Und die haben wir jetzt wirklich zur Genüge durchgelutscht. Ja doch, ich muss sagen, ich habe vorhin noch den Trailer gesehen von Rammsteins neuer Single, die heute am Donnerstag rauskommen wird. Ja, stimmt. Wo sie als Juden in einem KZ quasi an einem Geigen hängen. Und alle regen sich auf. Verstehe ich das nicht. Das geht ja gar nicht. Verstehe ich nicht. Alles, was ich sagen kann, gespielt wie ein Klavier. Blum. Exakt wie in Christchurch. Ja. Denn der Kollege hat es auch geschafft, alleine durch, informiert euch über die letzten Brennpunkte, was er alles gemacht hat, alleine dadurch in die Medien zu kommen. Und auch Rammstein hat es geschafft. Also deswegen diese kurze Meldung, die ich gelesen habe über Rammstein, dass eine neue Single veröffentlicht wird und der Trailer so gut war, ist die Woche für mich dann schon wieder eine 7 tatsächlich. Eine 7? Erneut. Also ich würde eine 6 sagen, gefühlt. Ja. Einfach, weil vielleicht hast du das nicht so, vielleicht hast du noch Bock auf Artikel 13. Die Demos gehen übrigens nicht weiter, so. Wer sich da wirklich einsetzen will. Man kann ja noch bis zum 9. vielleicht sogar Frau Merkel umstimmen. Mhm. Schreibt an eure Abgeordneten, wenn ihr noch was bewegen wollt. Das ist alles noch möglich. Aber jede Woche darüber zu berichten, jetzt hier einfach als revolutionäres Sendeformat, das langweilt mich einfach. Deswegen bin ich bei einer 6 und vielleicht können wir uns dann in der Mitte treffen bei 6,5. 6,5, ja, gehe ich mit. Vielleicht wäre das möglich. Gehe ich mit. Ich hoffe auf bessere Zeiten. Ich hoffe, dass wir auf eine 10 kommen irgendwann mal. Da hoffe ich stark drauf. Aber dafür müsste Peter Kleine hier mal neben uns sitzen. Ja, mindestens. Also Herr Kleine, schreiben Sie uns. Er folgt mir auf Instagram, kann ich ja verraten. Wir schreiben auch gelegentlich. Und er hat mich auf eine Club Mate eingeladen, auf der ich poche. Kommen Sie vorbei mit dem Kasten Club Mate hier bei Radio Lotte und reden Sie mit uns über sich selbst. Da trinke ich übrigens nicht mit, denn ich finde, das ist Pisswasser.
Ist es ja auch. Ja. Mit Kohlensäure versetzt. Also, Herr Kleine, wollen Sie mit mir eine Runde Pisswasser trinken? Überhaupt kein Problem. Machen wir doch gerne. Ansonsten war das eine wundervolle erste Sendung aus dem Radio heraus. Es hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, findet ihr uns auch on demand auf dem YouTube-Kanal Brennpunkt-Internet. Und da senden wir auch mindestens einmal die Woche. So ist es, außer Sie bezahlen uns. Dann außer gibt es noch eine Zusatzfolge. Wir hatten auch schon bereits zwei Zusatzfolgen. Pokémon, das sind diese kleinen Dinger, die Ihre Enkel irgendwie als Wix-Vorlage verwenden. Die haben wir schon besprochen. Und unsere Schulzeit. Da hören Sie bitte lieber nicht rein, weil da erfahren Sie Dinge über uns. Also, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Triggerwarnung. Triggerwarnung sowieso. Hier am Ende auch nochmal für die nächste Folge. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Ich freue mich, wenn Sie nicht einschalten, weil wir so ganz schlimm sind. Weil das macht immer Spaß. Dann schreiben Sie uns bitte einen hasserfüllten Leserbrief. Also, Sie können sich beschweren über uns. Ich ernähre mich von Hass, musst du wissen. Ja. Ich freue mich drauf. Und ich mich von Tränen. Und jetzt ist so das Ding gerade im Hintergrund, ne? Ja, es wird jetzt immer lauter. Nee, das, ein sogenanntes Outro. Das bedeutet. Tut in den Ohren weh. Das bedeutet, dass die Sendung vorbei ist. Das ist wirklich sehr schade. Es ist vorbei. Ich hoffe, Ihre Tränen trocknen bis nächste Woche. Es war sehr schön. Sehr schön.